Lalala, bonjour, 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 bonjour. Ah, hä? Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem Video. Ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Ja, ich weiß, ich sehe sehr zerzaust aus. Ich befinde mich hier gerade in Paris. Wir machen uns weiter auf die Reise zu den nächsten Zügen. Alter, cool. Das ist ja perfekt für mich. Hier kann man einfach Schach spielen oder was? Ja, hier setze ich mich mal eben hin. Boah, ich bin ganz schön am Schwitzen, ey. Wollen Sie vielleicht gegen mich Schach spielen? Ja, Leute, was geht? Ich bin in Paris. Für alle, die sich fragen, warum bin ich hier? Ich mache gerade eine Zugreise von London mit verschiedensten coolen Zügen bis nach Paris. Stopp, stimmt nicht. Bis nach Istanbul, nicht Paris. Das wäre ja nicht weit gewesen. Istanbul. Ich habe schon einen echt wilden Zug getestet von London bis hier. Das war der erste Part. Checkt ihn auf jeden Fall ab, falls ihr den noch nicht gesehen habt. So Leute, hier haben wir ihn, den Eurostar. Der fährt nach Paris, das ist meiner. Der hier fährt, glaube ich, nach Amsterdam oder so. Es gibt natürlich auch noch andere Ziele. Okay, thanks. Ja. Und wir machen uns jetzt auf den Weg hier zum Bahnhof, weil hier fährt gleich mein TGV. Tut, tut. Früher meine Französischlehrerin hat immer gesagt, le TGV. Tut, 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 tut. Ja, das ist das erste Mal, dass ich den teste. Ich habe mir natürlich die First Class gebucht, also erste Klasse. Wir checken jetzt gleich hier am Bahnhof. Ich weiß nicht, wie oft es diese Lounge gibt, aber in Paris gibt es auf jeden Fall eine TGV First Class Lounge, die bei mir natürlich auch mit dabei ist. Wir schauen uns das mal an und gucken, wie der Zug so ist, ob er mir gefällt. Am Ende gibt es eine Bewertung und ich habe richtig Bock, weil irgendwann in 2 oder 3 Tagen bin ich vielleicht in Istanbul. Also, was heißt vielleicht? Das ist der Plan. Nur mit Zug. Das haben noch nicht viele gemacht. Hier nochmal das Flüsschen. Paris ist einfach nice. Das Gute ist ja auch an Paris, man kann einfach die Verkehrsregeln missachten. Das stört dir keinen und macht jeder. So, ich bin auf jeden Fall schon da. Gare du Nord. Merci, merci, merci. So, und da? Ja, perfekt. Also ich könnte auf jeden Fall eine Dusche gebrauchen, aber ich glaube nicht, dass die da eine Dusche haben. Weil ich bin so am Schwitzen, ne? Ihr wisst nicht, wie lange ich schon unterwegs bin, ey. Und das ist kein Ende in Sicht. C'est non un final en sicht pas. Okay, Leute, wir sind im Bahnhof. Ah, da steht's schon. Ich habe mich übrigens eben vertan. Das heißt nicht First Class, das heißt Salon Grand Voyageur. Da kann ich jetzt auf jeden Fall hingehen. Schauen wir mal. Ich hätte natürlich auch einfach ganz normale Tickets buchen können, aber ich dachte mir, wenn ich das jetzt schon mal mache, dann will ich euch natürlich auch ein bisschen was bieten, ne? Deswegen, Leute, alle hier groß abonnieren. Da würde ich mich sehr freuen. Ah, da ist es ja schon. Oh, schön. Hallo. Sorry. Merci. Ja. Hast ja. Merci. Sorry. Sorry. Oh, komm, gehen wir mal hoch. Ja, ich sag einfach zu ihm Gracias und er guckt mich an, als kommt man denn hier hin, ey? Ob es hier auch was zu trinken gibt für mich. Also so besondere Sachen gibt es hier auf jeden Fall nicht. Aber ein Wasser, Kaffee, das reicht auf jeden Fall. Hier kann ich jetzt gut chillen. So Leute, ich bin jetzt hier in Halle 2 und von hier aus fährt jetzt mein Zug los. Hier gibt es auf jeden Fall 3 verschiedene Hallen, da kann man es ja sehen. Zürich steht da. Ich habe auch überlegt, ob ich diesen Uigo-Zug nehme, weil das wäre auch ziemlich nice. Wir müssen auf jeden Fall zu Gleis 9. Let's go. Ah, guck mal, wie geil, Alter. Und Leute, die kein Ticket haben, kommen erst gar nicht zum Zug. Das müssen die in Deutschland auch mal einführen, das gibt's doch nicht. Oh, die wollen alle auch nach Zürich, glaube ich, hier, die Kollegas. So, hier haben wir mein Ticket. Wagen 12, Platz 45. First bus. Alter, hier ist Wagen 1, ich muss bis ganz hinten, ey. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, der TGV ist viel länger als ein ICE und der ist sogar doppelstöckig. Und scheint so, als wird er pünktlich abfahren. Auch schon mal gut. Was geht hier ab? Achso, hier kommt wahrscheinlich noch ein bisschen Getränke rein, ne? Oder? Gate-Gummi. Das weiß ich gar nicht, ob ich auch was zu essen mit dabei habe. Lassen wir uns mal überraschen. Die 1 ist übrigens auf jedem Waggon drauf. Mir wurde schon oft gesagt, dass die Plätze so gemütlich sein sollen im TGV. Wo ist denn jetzt hier 45? Ach, ich bin in Wagen 13. Toll. Boah, stabil. Okay, Leute, angekommen. Nicht viel los hier, aber die Leute wollen natürlich trotzdem ihre Ruhe haben. Denke ich mal. Also ich würde schon sagen, die Plätze sind bequemer als im ICE. Die machen zwar ein bisschen komische Geräusche, aber man hat hier schon wirklich super viel Space. Ich bin auch schon mal ICE erste Klasse gefahren. Zwar erst zweimal oder einmal oder so. Warum auch, brauche ich halt eigentlich nicht. Aber hier hast du schon wirklich die Ruhe weg, ne? Achso, und das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich fahre jetzt 4 Stunden 4, glaube ich, bis nach Zürich und zahle 200 Euro habe ich bezahlt. Also ja, schon relativ viel. Mal gucken, was mein Resümee sein wird, ob man hier auch ein Käffchen bekommt. 200 Euro ist natürlich schon eine Stange Geld. Aber schauen wir mal, was wird. Achso, Leute, und für die, die es interessiert, wir haben jetzt gerade Montag. Ihr könnt ja mal kommentieren, wann denkt ihr, komme ich in Istanbul an? An was für einen Tag? Also Donnerstag wäre ein bisschen spät. Ich hoffe, das klappt früher.
So, tschüss Paris, es war mir eine Ehre, auch wenn ich dich nur 2 Stunden gesehen habe. Und Leute, für alle, die nicht wissen, wo es hingeht, heute fährt die 18 bis nach Istanbul. Meine Damen und Herren, das schweiz-französische TGV-Lyria-Zugteam heißt Sie herzlich willkommen an Bord unseres Zuges nach Zürich. Leute, schaut mal, wie cool, man kann das hier so vor... Also normal fahren und dann so in Rückenposition. Eigentlich kann man sich im TGV in der ersten Klasse auch das Essen bis zum Platz bringen lassen, nur dafür brauchst du halt jemanden, der dich fragt, ob du was essen willst, und es kam keiner. Also habe ich mal die Bar abgecheckt, da gibt es wirklich ein vielfältiges Angebot, auch so warme Speisen, sogar Fleisch, viele verschiedene Varianten. Ich habe mich dann für eine Pizza Margherita entschieden für 8,50 Euro. Ja, preisig, so gerade noch im Rahmen. War halt nicht viel, aber für eine Zugpizza war die echt gut. So, wir sind jetzt gerade über die Grenze gefahren, in die Schweiz halt, und jetzt sind wir sofort in Basel. Ladies and Gentlemen, ja, echt anstrengend heute, ey. Boah. Ich habe auf jeden Fall dann noch ein bisschen die Aussicht genossen, also es war jetzt auch nicht so spektakulär. Frankreich ist schon ganz schön, und ich würde auch sagen, wenn man in Frankreich mit dem Zug reist, ist die Landschaft unterm Strich schon cooler als in Deutschland, wobei es in Deutschland auch echt schöne Strecken gibt, muss man sagen. Ja, insgesamt war ich etwas über 4 Stunden unterwegs von Paris nach Zürich, bin auch wirklich pünktlich angekommen. Ich glaube, ich hatte 4 Minuten Verspätung, das ist so gerade noch okay, ich bin viel, viel Schlimmeres gewohnt. Oh, Alter, endlich angekommen. Boah, ich bin so fertig, Leute, ey. Ich brauche jetzt erstmal ganz dringend was zu trinken, Smoothie oder so, und dann hoffe ich, dass ich wieder zu Kräften komme. So, Leute, was geht? Ich bin in Zürich angekommen, chille jetzt irgendwo an einem Bahnsteig. Ich habe keinen Plan, von welchem Gleis mein Nachtzug jetzt gleich fährt, weil am liebsten würde ich jetzt hier pennen eine Nacht und erstmal klarkommen, weil, ey, ich bin seit 12 Stunden unterwegs oder so. War zwar an sich eine bequeme Reise, aber es geht trotzdem irgendwann voll so auf die Nerven. Naja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf meinen Nachtzug. Der wird, glaube ich, cool, hoffe ich mal. Wenn ich Pech habe, nicht, weil ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich da gebucht habe. Aber bevor es losgeht, müssen wir noch kurz bewerten. Und zwar den letzten Zug. Das will ich ja jetzt immer machen, habe ich im letzten Fahrt auch gemacht. Erste Klasse mit dem TGV von Paris nach Zürich. Komfort war top, kann man nichts sagen. Also sitzt bequem. Muss ich auf jeden Fall 5 von 5 Sterne geben. Essen habe ich mir selber geholt. Also da kam keiner, hat mich gefragt, ob ich was esse. Ist auf jeden Fall bei der Deutschen Bahn ähnlich, soweit ich weiß. Wobei man da schon manchmal so nach einem Kaffee gefragt wird. Möchtest du einen Kaffee trinken? Möchtest du ein Stück Kuchen essen? In der ersten Klasse, meine ich. Die Pizza war okay und deutlich besser als alles, was ich jemals bei der Deutschen Bahn gegessen habe. Deswegen gibt es hier 3 von 5 Sterne. Aber mehr ist halt auch nicht drin, weil so geil war es jetzt auch nicht. Trotzdem muss ich sagen, dass das Angebot, was es dort zu essen gibt, deutlich krasser ist als bei der Deutschen Bahn. Zumindest auch das, was sie vorrätig haben. Da gab es echt viel Auswahl. Das war schon ganz gut. Service war so, ja, die haben halt mein Ticket kontrolliert und waren auf jeden Fall alle nett. Also das kann ich sagen. Sehr, sehr nett. Würde ich auch mal 3 von 5 Sterne geben. Naturerlebnisfaktor, ja gut, das ist bei der Sonderstrecke jetzt nicht so wild. 2 von 5 Sterne. Preis, Leistung ist okay. Erste Klasse ist halt in Deutschland genauso teuer. Ja, kann ich eigentlich nichts sagen. 200 Euro für die Strecke. Würde ich auch nur 3 Sterne geben. So 150 hat es auch getan oder 140. Okay, das war der zweite Zug auf der Reise. Ich muss mich jetzt beeilen, weil ich will auf jeden Fall passend in meinen Schlafabteil. Ich bin nämlich echt müde. Hier ist mein Nightjet. 21.40 Uhr nach Wien Hauptbahnhof. Leute, abonniert den Kanal. Übermorgen geht's weiter mit dieser ganzen tollen Serie hier und wir, ja, Digga, ich weiß, dass der Scheißzug jetzt von woanders fährt, Mann. Sorry, bin ein bisschen genervt. Haut rein, Leute, man muss durchhalten. Ich will ja irgendwann in Istanbul ankommen. Ciao.